Willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute habe ich eine schöne kleine Raritätenbestellung für euch. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Artikel an. Und zwar dem Knallpower-Böller-Sortiment von Keller. Sehr schön. Noch mit dem Münchhausen-Label. Wirklich sehr cool. Das Ganze habe ich dreimal bestellt. Da haben wir das zweite. Wirklich sehr cool. Und dann hier das letzte. So, und dann haben wir eine etwas freiere Sicht auf die Restbestellung. Machen wir weiter hier, würde ich sagen. Wow, was haben wir denn hier? Etwas sehr Großes, aber sehr leicht. Und zwar Nico First Class. Das müsste... Ist gar nicht drauf. Der Name. Auf jeden Fall ein Artikel aus dem Nico... Ach doch, da, Paris, okay. Also Nico First Class Paris ist ein Goldglitter-Fontänenfächer. Nice. Dann haben wir eine Zauberdisc-Sonne von Moog Nico. Dann, ups, sehr leicht, eine Strahlensonne von Moog. Dann hier noch eine Sonne, und zwar die Drei-Farben-Sonne von Feistel. Dann nochmal eine Sonne, und zwar die Triangelsonnen von Nico. Dann ein sehr schöner kleiner Verbund, und zwar Lucky Horse. Ich zeige am besten mal diese Alte nochmal. Lucky Horse von Moog Nico. So sieht das Ganze aus, sind so kleine Verbundfontänen. Sehr nice. Und dann haben wir hier die Gewitterkiste von Nico. Ein kleines Fontänenset mit zwei verschiedenen Fontänen drin. Dann, was ist hier drin? Die Silberfunkenfontäne und die Glitzerkaskade. Sehr schön, wirklich. Ist auch sehr schön designt an den Seiten. Ups, wie ihr vielleicht sehen könnt, wirklich sehr schön. Gefällt mir sehr gut von Moog Nico. Wirklich sehr gut. Habe ich mir zweimal bestellt. Ups, auch zwei. Da, ich sehe es schon. Ist auch zweimal angekommen. Dann haben wir hier den Packzettel. Gucke ich gleich nochmal drauf, um zu überprüfen, ob auch alles drin ist. Dann hier einmal Kiosknall von Nico. Sind im Prinzip wie die Knallnachos von Pyro Art. Habe ich mir als Vergleich mal gekauft. Da werdet ihr auf jeden Fall noch einen Vergleich sehen zwischen den beiden Artikeln. Was ist das denn? Das wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Ah! Ach! Gold- und Silberfeder von Nico. Da muss ich mal kurz reingucken. Ah, da sind mehrere Artikel drin, weil ich wollte gerade fragen, weil eine ganze Schachtel habe ich von denen nicht bestellt. Da sind nämlich mehrere Einzelartikel drin. So, dann packe ich mal diese Schachtel von den Gold- und Silberfedern aus, weil ich habe mich gerade sehr gewundert, weil ich jeweils nur eine von denen bestellt habe und keine ganze Schachtel. Aber da sind mehrere andere Artikel drin, die ich bestellt habe. Unter anderem die Schmetterlingsfontänen von Nico. Habe ich mir, glaube ich, 4 oder 5 Stück von bestellt. Sind wirklich sehr klein, sehr niedlich. Gibt es heute eigentlich gar nicht mehr so häufig. Und deswegen habe ich mir schöne alte noch bestellt. Die sind wirklich sehr süß. Ja, 4 Stück sind's. Dann geht's weiter mit der Silvesterbombette von FKW. Ja, sieht auch sehr cool aus. Habe ich mir zum Testen mal mitgenommen. Kann ich mir gar nicht so viel drunter vorstellen. Wird wohl so ein Feuertopf-ähnliches Ding sein. Bin ich auf jeden Fall mal auch sehr gespannt. Das Ganze habe ich mir dreimal gekauft. Dann zweimal Blitzcracker von Nico. Dann noch zweimal einzelne Silberfunkenfontänen von Nico. Und dann kommen wir jetzt zur Goldfeder von Silberhütte. Wirklich ein Top-Teil.
ist wirklich sehr klein, habe ich mir größer vorgestellt. Ist um einiges kleiner als zum Beispiel das Superding, aber in ungefähr demselben Baukörper oder sogar im selben, nur kleiner eben. Dann hier entsprechend die Silberfeder. Sehr schön, wirklich. Also das ist wirklich ein Top-Teil. Bin ich wirklich sehr froh, dass ich nochmal bekommen habe. Und ja, viel mehr ist in diesem Karton nicht mehr drin. Dann würde ich sagen, machen wir weiter im großen Karton. Hier. Oh ja, das sind Ladycracker-Matten von Keller. Auch mit dem Münchhausen-Label. Sehr schön, dreimal. So, da ist Nummer 2. Und da ist die 3. Dann nehmen wir das mal raus. Und zwar haben wir hier. Okay, Moment, da muss ich mal gucken. Das ist das Family. Muss ich mal aufklappen. So, das Family. Das kommt ins Bild wahrscheinlich. So, das Family. Familiensortiment von Nico. Mit Kevins Böllern noch. Kolibris, Knallfröschen sind noch drin und natürlich, sieht man jetzt hier gar nicht, so jetzt sieht man sie, auch noch älteren Raketen. So hier, wirklich ein schönes Ding. So, das kommt beiseite und dann habe ich hier noch, habe ich das zweimal bestellt? Ne, genau, das ist das Meteor 1. Sortiment von Nico wieder. Auch bestückt mit schönen alten Nico-Raketen, die sind wirklich winzig. Also das ist wirklich der Hammer, wie klein die Raketen früher waren. Die sind wirklich extrem winzig. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber die sind richtig süß irgendwie. Und auch kurz. Aber bei den anderen auch so. Gut, sehr schön. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich die bekommen habe auch. Dann haben wir hier noch eine Sonne und zwar eine Regenbogensonne von Feistel. Sonnen habe ich wirklich einige bestellt. Dann noch ein Artikel aus der Nico First Glass Serie. Ein Dreier Prachtfarben von Prachtfontänenfächer so. Und zwar ist das Macau, heißt das auch. Auch sehr schön. Dann einmal der Springkreisel von, muss ich jetzt mal drauf gucken, weiß ich gar nicht, von FKW auch. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass die so ähnlich sein werden wie die Feuerwehr-Sprungräder von Weco. Also den Artikel kannte ich vorher auch gar nicht, habe ich mir zum Test mal mitgenommen. Ich weiß auch gar nicht, das ja, wie gesagt, ich hoffe, das werden so Feuerwehr-Sprungräder sein, so ähnlich. Weil das wäre wirklich sehr schön, weil auf dem bin ich schon lange nach der Suche. Vergeblich. Und dann zum Schluss nochmal, wie schon angekündigt, die Gewitterkiste von Nico noch ein zweites Mal. Wirklich ein sehr schönes Teil, wie gesagt. Und dann als letzten Artikel noch eine zweite Zauberdisk von Nico. Ja, das war die Bestellung. Und ich würde sagen, dann bekommt ihr noch eine Gesamtübersicht. So, und zum Schluss seht ihr nochmal eine Übersicht von allen Artikeln, die ich bestellt habe. Wir haben die Nico First Class Artikel, nämlich Paris und Macau. Dann die beiden Familiensortimente von Nico, Meteor 1 und Family. Diverse Sonnen, dann noch die drei Knallpower Sortimente von Keller. Dann noch die Ladycracker Matten von Keller. Also wirklich eine schöne bunte Mischung, finde ich. Ich bin sehr froh, dass ich diese Artikel noch bekommen habe. Wirklich sehr schön, meiner Meinung nach. Und ja, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Video. Ciao!